Hey ho, ja Leute, es gibt mich noch. Die Werkstatt hat mich nicht komplett aufgefressen. Es gibt wieder ein Grillvideo. Eigentlich müsste es ja heißen, von der Werkstatt am Grill und zurück. Aber nee, wir nennen das Video nach dem, was wir heute machen. Und zwar Schweinerücken gefächert mediterran. Genauso nennen wir das Video. Was wir alles dazu benötigen, nach meiner Version, so wie ich mir das vorstelle, da drüben, Attacke. Ja, kommt mit. So, Freunde, dann habe ich mir hier schon alles zurechtklabustert. Stück vom Schweinerücken, das Ding war so ein Okolyte, den habe ich abgeschnitten, weil mehr brauchen wir heute nicht, weil ich ja morgen schon wieder das nächste Video geplant habe. Dann habe ich hier ein kleines Creme Fraiche, reicht vollkommen aus. Ich habe extra geschaut nach einem kleinen oder ist mir im Weg gelaufen, hat wunderbar gepasst. Hier habe ich einen Tomatenmark mit Basilikum. Gut, Basilikum haben wir extra auch noch. Brauchen wir dann in der Endphase. Salz, Pfeffer und den Medicopter. Schönes mediterranes Gewürz von McAllister. Tomate. Ja, ich glaube, da reicht die kleinere aus. Dann habe ich hier noch Restkäse. Mozzarella war es nicht mehr viel. Da habe ich eine frische Packung mitgenommen. Das ist ganz wichtig. Und da noch ein Gouda, also Käse und ein bisschen Bacon. Gut, so viel wie es ursprünglich war in der Packung ist es nicht mehr. Der ist einfach zu lecker. Gut. Dann fangen wir an, den aufzufächern. Tja, jetzt müssen wir uns entscheiden, wie groß wir die Taschen machen wollen. Die Zwischenstücke, aber naja, ich fange da jetzt einfach mal an. Schneid hier einfach mal rein in das gute Stück. So tief wie möglich, aber nicht durch. Und wenn doch, Pech gehabt. Also dass da wahrscheinlich jeder seine andere Methode hat für so einen Fächerbraten, ist ja klar. Deswegen sagte ich ja am Anfang nach meiner Art. So, wer will, kann den ganzen Yoshi jetzt noch ein bisschen einölen. Gucken wir mal, ob ich noch ein Öl schnell finde. Jupp, da haben wir noch ein Olivenöl. Einfach so ein Schwaps drüber. Dann können wir auch schon mit dem Salz und Pfeffer anfangen. Also da mache ich hier jetzt nichts Großartiges, einfach bloß ein bisschen Salz und Pfeffer drüber. Und durch das Olivenöl hält das Zeug natürlich auch halbwegs vernünftig. Und gleich fange ich wieder das Niesen an. So. Gut. Dann nehmen wir unser mediterranes Gewürz. Komm, was soll der Geiz? Der kommt sowieso nur im indirekten Bereich. Ich hoffe, ich habe die Cam dieses Mal am Laufen. Jawohl, nimmt auf. Ja, Leute, und dann geht's schon los mit unserem Creme Fraiche. Schmeckt so schon sehr lecker. Hätten wir auch gleich in den Becher machen können. Wirklich lecker. Jo. Also ob ihr hier jetzt unbedingt eins mit Basilikum nehmen müsst, nein.
bisschen Tomatenmark dazu. Dann tun wir das Ganze verrühren. Zur Not könnt ihr da auch einen Ketchup nehmen. Sage jetzt ganz einfach so, wie es ist. Wird genauso funktionieren. So. Ne, da tun wir jetzt überall zuerst einmal einen Klecks rein. Zuerst war ja noch am Überlegen, ob ich hier auch noch den Medikopter mit reinmische, aber nee, mache ich nicht. Das wäre wahrscheinlich sonst zu viel des Guten. Ja. Dann in jede Tasche ein klitzeklein bisschen Bacon. Also wirklich bloß ein bisschen. Da bitte nicht zu sehr übertreiben. Auch wenn Bacon alles besser macht. Tja, dann sind wir bei unserem Mozzarella angelangt. Und so kommt jetzt überall noch ein bisschen Mozzarella unten rein. So, eine Tüte leer. Es wird nichts verschwendet. Wir schon beim Tomatenschnibbeln. Blick in die Cam, dass man es auch sieht. Wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und dann kommt überall noch so eine Tomate mit rein. So, haben wir bloß eine halbe Tomate braucht. Jo. Da ist auch eine drin, jawohl. Dann können wir hier jetzt noch ein bisschen Bacon drüber streuen. Je nachdem, wie man lustig ist. Also ich glaube, ich nehme nachher bloß noch den Mozzarella und vielleicht noch den offenen Emmentaler. Aber das brauchen wir dann erst draußen, wenn das ja bald fertig ist, weil der kommt dann noch oben drüber so ein bisschen zum Überbacken. So. Immer schauen, dass es halbwegs in den Taschen drin bleibt. Den restlichen Bacon in den Hals. Weg ist er. Uns hier die restliche Masse. Die tun wir jetzt einfach so drüber. Ja, wird es eine Sauerei geben im Grill. Leute, ich habe hierfür keine Vorlage gehabt. Nichts. Das ist ja alles wieder ein Konstrukt des Wahnsinns. Genauso wie mein morgiges Video. Kommt gut mit dem Tomatenmark. Ja, und wie gesagt, Mozzarella und den restlichen Emmentaler nehme ich mit raus. Und dann kommen hier drauf, wenn es eben gegrillt ist, kommen dann auch noch ein paar Basilikumblätter. Und über die Basilikumblätter dann der Käse. Ich hoffe, dass ich die natürlich dann nicht vergesse. Aber Leute, wir gehen raus am Grill. Nachdem das noch kurz in der Kühlung war, bis der Grill angefeuert ist. Ist soweit. Ja, von außen ist der Grill wieder etwas staubiger geworden. Ganz normal, aber damit er von innen nicht gleich wieder so extrem versüfft, habe ich mir eine Schale mit Wasser reingestellt. Temperaturen, Kohle rein, aufreißen, fertig. Und jetzt kommt das kleine Kunstwerk hier. Na, komm raus, du Feigling. Ja, und den lassen wir jetzt drauf, den Okolyten, bis zu einer Kerntemperatur von ca. 70 Grad. Da müssen wir halt ab und zu mal messen. Wie lange das Ganze dauert? Ja, bis fertig ist.
Gucken wir mal, wie es nach knapp 20 Minuten aussieht. Boah, das wird wirklich geil. Gucken wir mal wieder rein nach, ja, knapp 40 Minuten. Also das Ding sieht wunderprächtig aus. Na, habe ich da irgendwie... Nein! Was haben wir? 47, 48 Grad. Und jetzt dreht man einmal um die eigene Achse. Den guten. Machen wir noch 10-20 Minuten. Und dann kommt unser Basilikum drüber, das ich im Übrigen ein wenig klein gehäckselt habe. Und über das kommt dann der Käse. So, jetzt ist es soweit. Ach, sieht prima aus. Tun wir unser Basilikum drüber. Und auf dem Basilikum dann den Mozzarella. Dann lassen wir das Ganze nochmal schön überbacken. Und wenn das nicht mediterran ist, dann weiß ich auch nicht. Ah, das ist der Emmentaler zuerst. Auch in Ordnung. So, weg ist er. Und dann schauen wir nachher nochmal rein, ob wir nicht nochmal ein bisschen was drauf tun, wenn der jetzt erst einmal ja, ein klein wenig verlaufen ist. Genau so machen wir das jetzt. Oh, gucken wir mal. Oh yeah, da geht noch was. Da geht noch was, Leute. So, und wenn das jetzt geschmolzen ist, dann können wir reingehen. Anschneiden, essen, probierle. Jetzt wollte ich vorher schon die Cam reintun, aber nein, ich kann euch das Bild, wenn ich es vom Grill runternehme, nicht verwehren. Jawohl, oh, geil. Das sieht doch mal richtig, richtig geil aus. Na, kommst du auch noch mit? So. Tada! Lecker, oder? Und jetzt gehen wir rein und tun probieren. Nee, jetzt muss ich bloß noch jeweils den richtigen Anschnittpunkt finden, um das richtig schön anzuschneiden, dass nämlich so auf jeder Scheibe ja, das Innenleben mit drauf liegt. Hoho. So. Schwer. Wirklich schwer. Naja, egal. Schneiden wir einfach mal hier ein großes Stück ab. Saftig. Sieht gut aus. Naja, dann schneiden wir es halt doch irgendwie auf. Komm, Schatz, schneid du weiter. Jetzt ist es auch schon wurscht. Wieso hast du das eigentlich angeschnitten und nicht ich? Weil ich genau entlang den Fächerscheiben schneiden wollte, aber irgendwie kann ich das auch nicht. Schaut euch das an, Leute. Schaut euch das an. Ich mich jetzt echt drauf. Gibst du mir noch einen Teller raus, dass ich ja, das dann drauflegen kann? Und noch lecker Kartoffelspalten dazu. So Leute,
Naja, besonders schön habe ich es jetzt nicht auf den Teller gebracht, aber lecker. So. Also dieses Mal kann ich wirklich sagen, richtig, richtig geil. Hapü! Also Leute, dieses Mal muss ich mal wieder selber auf die Schulter klopfen. Naja, nehmen wir die auch noch. Also wirklich richtig, richtig lecker. Richtig geil. Also lecker, 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 lecker. Gewürz von McDutch, das Medikopter, wunderbar dazu gepasst, richtig geil mediterran. Der Basilikum noch oben drauf mit dem Käse drüber, noch das Tüpfelchen aufs I, der Bacon noch mit da drinnen. Dann diese, was war denn das? Schmand, glaube ich, war das, was ich da mit dem Tomatenmark gemischt habe. Diese ganze Kombo. Richtig lecker. Schatz, was sagst du dazu? Es war sehr gut. Patricia? War sehr lecker. War sehr lecker. Also, nur Zustimmung heute. Geil. So muss es immer sein. Tja, Leute. Also, wenn das nicht ein Däumchen hoch wert ist, ja genau. Und vielleicht noch ein freundliches Kommentar, ein Abo. Dann weiß ich auch nicht. Ja, und wie gesagt, ich mache morgen wieder ein Video. Das kommt dann im Laufe der Woche raus. Und naja, gucken wir mal. Dann sehen wir schon. Ciao, Kowski, bis zum nächsten Mal.